Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trevolos Big Pack. So, erstmal weg, heute werde ich mal keine Musik laufen lassen. Ich habe irgendwie heute echt überhaupt keinen Bock, Musik zu hören. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch anfange, Musik zu hören, gegen meinen Willen, nenne ich jetzt mal, kriege ich einen Schreikrampf und werde die Aufnahme irgendwie so innerhalb von 10 Sekunden abbrechen. Also bitte verzeiht mir das mal, dass ich heute keine Musik höre. Ja, war gerade eben noch ein bisschen am Farm, hau ich nochmal schnell hier weg. Das kommt hier noch rein. Fenster müsste ich gleich mal zumachen, da bin schon wieder die Hunde draußen. Und ja. Also, zuerst, so. Tschüss, die Hunde da draußen. So, bevor ich jetzt erstmal hier nochmal anfange mit dem Tagesgeschehen, schaut mal beim Street Digger in der Folge. Das muss ich nochmal gerade nachschauen, welche das war. Ich glaube, das müsste die Folge 525 im Vanilla-LP sein. Das war auf jeden Fall die Folge, wo der seine Wall of Fame gebaut hatte, wo ich ja mal drauf bin mit dem lieben Trivolo, Lord Levain und weiteren. An dieser Stelle mal vielen Dank, lieber Klaus. Ja, wurde ja fälschlicherweise einmal mein Name falsch geschrieben, habe ich ja schön witzig aufgefunden und so weiter. Und da habe ich mit dem... haben wir uns gestern Abend mal noch was abgesprochen und gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Wenn die Community es schafft, jetzt innerhalb von einer Woche unter jedes Video, was ich hochlade, fünfmal Doschlöp zu schreiben, Hashtag Doschlöp, ich schreibe das einmal kurz, dann sehe ich die Challenge als gewonnen an und benenne mich einen Monat lang um, hier in Minecraft, in Doschlöp. Habe ich versprochen, würde ich auch durchziehen. So. Bin ich mal gespannt, ob ihr die Challenge durchzieht. Ich meine, ich habe eben schon gesehen, die ersten Doschlöps sind schon angekommen. Und mein Handy vibriert gerade dauerhaft. Ich sehe über... Ich sehe den gerade schon wieder. YouTube. Trivolo hat folgenden Kommentar abgegeben. Hashtag Doschlöp. Ja, sehr schön, Trivolo. Dankeschön. Ich dich auch. Ihr wollt echt mich leiden sehen, ne? Ja gut, aber auf jeden Fall. Wir haben jetzt in den letzten Folgen ein bisschen sehr viel gebaut. Also hier oben. Ich zeige euch nochmal diese... Versuchskammern, auch nochmal kurz mit dem Trivolo-Robot geplaudert. Das sieht jetzt schon gar nicht mal so scheiße mehr aus. Haben jetzt dann hier so ein paar. Ja, Testkammern, die muss man irgendwie noch irgendwie was hinschreiben. Mal schauen, was man da noch so reinmacht. Da kann man ja geile Scheiße bauen. Würde ich sagen, wir machen jetzt heute mal ein bisschen was weiter mit Technik. Yeah. Und ich würde sagen. Ich habe lange ein bisschen mit diskutiert und nachgeschaut, würde ich sagen, überlegt, ob ich es mache. Wir gehen heute auf einen weiteren Weg der Energieversorgung. Oder eher gesagt, Erzverarbeitung. Wir machen heute was mit dem Mod, den ihr schon von den anderen hier aus diesem Pack kennt. Mechanism. Wie fangen wir mit Mechanism an? Am besten fangen wir mal hier leicht an, einen Metallurgic Infuser. Was der Metallurgic Infuser macht, ist relativ einfach. Der Metallurgic Infuser ist dafür da, dass wir aus Eisen und Redstone... jetzt leckt das gerade aber... Oh, was war das denn jetzt? Ach, ich glaube, ich weiß, was das war. Ich bin hier aus... Ja, diese Portable Tanks mit den Flüssigkeiten, die werden, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, alle gerendert. Und das dauert eine Zeit, Mann. Auf jeden Fall, wie man hier sieht, im Metallurgic Infuser kriegt man aus einem Redstone oder Compressor Stone mit Eisen ein Enriched Alloy. Oder man kann dann hier Pot Soul herstellen, Reinforced Alloy und so weiter. Ist eine ziemlich wichtige Maschine, würde ich sagen, fangen wir mit an. Und wir brauchen dafür ein Osmium, zwei Redstone, vier Eisen und zwei Furanazes. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall ein Osmium. 4 Eisen. Okay, 2 Redstone und... Ja, ich habe es wieder. Ja, ich hatte heute einen harten Tag in der Schule. War heute halt ein bisschen sehr stressig, würde ich das nennen. Halt hatte ich die ersten beiden Stunden hatten wir Wirtschaftslehre mit dem einen der besten Lehrer auf unserer Schule, kann ich wirklich nur so sagen, ohne zu schleimen. Haben wir noch ein Energy Conduit? Nein. Wir müssten auch mal wieder neu herstellen. Und wir können dann... Na, kann man auch einfach hier
Na komm, mach mal so. Ich mach mal hier mal so ein Deck Kobbel zu Sand. Willst du dann, was wollte ich jetzt nochmal? Ah ja. Ich wollte hier drüben dann. Wir können jetzt mal aufbauen generell. Weil das jetzt heute so ruhig ist, macht das einfach mal so. Macht dann mal das, was ich leider nicht machen darf. Haut euch einfach mal eure Lieblingsmusik hier rein. Macht die so leiser, stellt das sowas einpassend. Ist doch auch mal was Schönes, finde ich. Ist jetzt hier noch. Nein, hier kann nichts spawnen. Ich stelle mal hier den Metallurgic Infuser einmal hin. Und dann würde ich sagen, nehmen wir als Energiequelle erstmal einen. Wo haben wir einen? Na? Ich finde das noch. Mach mal so. Generator. Nehmen wir einmal den. Heat Generator. Der wird gemacht aus 3 Eisen, 1 Osmium, 2 Kupfer, 2 Woodplanks und 9 Imponate. Sehr schön. Könnte sein, dass heute auch nochmal wieder einer dazu stößt. Ich weiß es nicht. Ich habe mal die anderen angefragt, ob sie Lust haben. Okay. Was mache ich jetzt hier schon wieder? Ich weiß, alles falsch, aber wie falsch? So. Das sollte wieder reichen. Wo ist hier? Ich glaube, ich habe einen. Oder kann der? Ist der hier? Ah. Moinsen. Der ist hier irgendwo. Naja. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Das waren jetzt nochmal, ich muss sagen, war auch schon, war ein bisschen abgelenkt. 2 Kopper, 1 Osmium und Chiron. Koppel habe ich schon. Und Woodplanks können wir hier auch schnell machen. Oh, Drehbuch hat schon keinen Bock mehr, der klärt schon alles. Einmal so. Ja, ich schätze mal, der wird einfach nur was getestet haben. So, das haben wir jetzt. Und einen Heat Generator. Was kann der Heat Generator? Ich glaube, die müsste ich mal drehen. Wrench gibt's da. Ah, komm, mach mal gerade einen Greasentammer. Der war ja, glaube ich, mit allem kompatibel. Also größtenteils. 1, 2, 3, 1. Und wir machen den Lieblings-Hammer-Wrench-Gedönse von mir. Es hat einen Text. Sure, it's a wrench, but any tool is a hammer if you need it to rerun. Ist ja mal genial, das Rückt. Autsch. So, einmal drehen und. Okay. Ah, das klang jetzt nicht so schön. Nehmen wir uns hier mal sonst der Kohle mit. Weil wir. Okay. Hier oben die 14 Zombie rum. Oder? Ich höre jetzt aber. Ich lasse mich jetzt nicht abdenken. So. Okay, hauen wir die Kohle rein und der macht hier aus der Kohle Lava, die zu Energie wird, der Energieversorgung von Mechanism zu Joule, also K-Joule, 1 Kilojoule und so weiter. Und ich würde jetzt sagen, das Schöne ist, sobald ich das im Kopf habe, man kann das auch jetzt einfach hier so abbauen und der hat das gespeichert. So, sehr schön. Ja, da fällt sich jetzt auch mal schon mal Energie auf. Es ist nicht die beste Energieversorgung, das soll schon mal geklärt sein, aber es ist von Anfang schon mal ganz nett. So, dann würde ich jetzt sagen, machen wir eine Enrichment Chamber. Was kann die Enrichment Chamber? Oder wie wird die gemacht?
Also Basic Control Circuits, hier fängt schon an. Steel Casing, Redstone on Iron. Die Enrichment Chamber ist eigentlich dafür da, dass wir Erze schon mal verdoppeln können. Also zwar nicht so wie die Stack Mill, dass da noch ein Abfallprodukt bei rauskommen kann, sondern eher... Ah, ich will es nicht... Wie drücke ich es aus am besten? Also wir machen wirklich aus einem Erz machen wir zwei Barren. Vorteil ist aber auch noch, wir können hier so ein Redstone-Erz oder Lapis wieder reinschmeißen und wir kriegen daraus aus einem Erz kriegen wir 12 raus. Also zu 100%. Das heißt, ich gehe jetzt auch mit Appetite. Guter Appetite. Nee. Na gut. Okay. Das waren jetzt zwei Eisen. Dann für das Steel Casing brauchen wir auch noch. Insgesamt dann 3. Und dann noch so. Und jetzt kommt der Trick bei der Sache. Wir brauchen 8 Kohle. Und insgesamt 6 Redstone. Seht ihr jetzt gleich warum? Ich schätze mal, der Großteil wird es schon wissen. Okay. Machen wir erstmal die Basic Control Circuits fertig. Da kommt das Osmium rein. Da das Redstone. Und es wird gearbeitet. Hört man schon jetzt ein bisschen sehr laut. Oh naja, kann man nichts machen. So. Ich glaube, ich mache dann jetzt erstmal noch einen schönen Aufnahmeabend. Da habe ich gerade richtig Lust drauf. Jetzt brauchen wir aber noch das Stahl. Da ist jetzt das Tricky bei der Sache. Wenn wir jetzt hier 4 Kohle reinschmeißen, dann haben wir ja 40 Carbon drin. Also 40 Einheiten Carbon. 10 Carbon sind ein Barren, sag mal. Und wenn wir jetzt das Eisen da reinschmeißen, jetzt kommt der Trick, das Lustige. Wir haben jetzt ein Problem. Dieses Problem ist, wir kriegen hier Enriched Iron raus. Nee. Kann also, ist aber kein Problem an sich. Einfach das Enriched Iron nochmal reinschmeißen und man kriegt Steel Dust. Lol. Ist das Enriched Chamber impossible? Jawohl, okay, kann man ja mal machen. Wie gesagt, das schon mal reinhauen und... Ah ja, ich brauche noch Kohle noch. Dann wird jetzt hier aus dem Enriched Iron wird jetzt Steel. So, wir lassen hier mal ganz, ganz schnell Stückchen. Ich habe ein bisschen Kratzen am Hals. Ja, bei mir soll ich dann jetzt auch schon mal... Es wird auch ein neues Projekt geben. Werde ich so, glaube ich, auch schon mal sagen, was es wird. Bei mir wird es The Binding of Isaac Rebirth geben. Jetzt erstmal so ein paar Folgen Rebirth. Weil ich bin ein übelster Fan von dem Spiel. Ich liebe es einfach. Aber es kommt dann noch etwas. Bald kommt das Afterbirth DLC. Und das würde ich dann ganz gerne auch in der Aufnahme zocken. Da wollte ich mich so schon mal ein bisschen was einspielen, weil ich schon länger nicht mehr richtig aktiv gespielt habe. Da braucht man jetzt gerade nicht. Steel ist gerade wichtiger. Conduit-Fassaden. Also Conduit-Beine aber dann auch wieder was. Boah, sorry, ich muss gerade mal was trinken. Boah, ich bin ja hier. So, dann haben wir schon mal 4 Steel-Ingots von Immersive Engineering. Das ist, schätze ich mal, judifiziert. Müsste. Machen wir nochmal Hauptsatz zurück. Nehmen ein Osmium, 4 Steel und wir haben ein Steel-Casing. Und dann jetzt hier die Iron Ingots und das rote Stein und die Circuits und wir haben eine Enrichment Chamber. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin und nehmen mal hier den Bronze Mattock und rufen hier hinten mal was raus. Warum rufen wir hier hinten mal raus? Weil ich jetzt erstmal hier noch ein paar Kabel verlegen möchte und da mache ich erstmal wieder ein paar von den Energy Conduits, das war mit das war die, ja, dann war das, ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das so war, ja, das muss aber so gewesen sein, und wenn nicht, dann war es eben nicht so. Jo, da konnte ich so schnell gar nicht reagieren, wollte mal Tschüss und guten Hunger sagen.
So, jetzt trinke ich nochmal ganz schnell, während das Tango durchspurzeln ist. Ich bitte um Verzeihung. Wundervolles Mineralwasser. Ja. Gut. Dann ist das jetzt hier auch fertig. Dann kann das hier weiter drin brutschillen. Und dann machen wir hier die Energy Conduits hin. Und hier den Heat Generator und den Metallurgic Infuser. Okay. Zuerst einmal die Conduits. Der Heat Generator. So. Dann da den Metallurgic Infuser und Enrichment Chamber. Ja, die wird jetzt mal gerade leer gesaugt. So, was können wir mit der Enrichment Chamber jetzt machen? Wir können jetzt hier ein Clay zu vier, also zur dicken Clay zu vier Mini Clays machen. Oder Nether Quarz kriegen wir 6 raus. Oder wir kriegen auch wirklich aus Gravel kriegen wir Cobble raus oder aus dem Salzburg und so weiter. Wir kriegen auch so 100% 4 Glowstones das raus und so weiter. Man sieht schon, man kann hier einiges an geiler Scheiße machen. Oder was ich auch schön finde, hier Dirty Iron Dust. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr so. Ja, das muss man jetzt wirklich reinigen. Da werden wir später wirklich nochmal eine weitere machen müssen. Hier kriegen wir auch zu 100% 2 Dias raus. Also das finde ich auch echt cool. Das wird auf jeden Fall recht interessant, was man hier noch alles machen müssen. Hier sieht man es mit dem Lapis. Da sind aber einiges an Rezepten dazu gekommen. Das Pink Slick Plastik. Okay. Ja, ist einiges dazugekommen. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch den Ofen. Und dann hauen wir nochmal in die nächste Folge rein. Wir brauchen wieder ein Steel Casing, 2 Control Circuits und Redstone und Crash. So. Was will ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nein, 3. Das haben wir hier aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir das schon mal da rein. Ah ja, stimmt ja. Was ganz Wichtiges. Wir können jetzt hier ein Kohle reinwerfen. Und das Kohle wird dann weiterverarbeitet. Habe ich schon fast vergessen gehabt. Wie gesagt, das Kohle wird weiterverarbeitet und wir kriegen aus einem Kohle Compressed Carbon raus. Dieses Compressed Carbon sind 100 Einheiten. Also wir können jetzt wirklich einfach mal durchlaufen lassen. So, damit das aber jetzt hier nicht leer läuft, komm, hauen wir die Coal Coke rein. Ja, mit ja. Hier würde ich dann später mal gerne ein größeres Setup aufbauen, weil die kann man auch besser verarbeiten, die Generatoren. Man kann die halt auch auf eine zweite Art und Weise powern und das würde ich ganz gerne mit einer größeren Fabrikhalle machen. Würde mich zwar einiges an Lava dann kosten, aber das ist mir wert. Okay. Komm, das machen wir gerade so. Das sollte ja schnell gehen. Okay, das so und so. Machst du auch nochmal durchlaufen. Könnte ich mal so grundlegend alles da in die... So, reinlegen. Okay. Wir haben 4 Redstone gebaut. Also 1, 2, 3, 4. Dup, 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 dup. Was haben wir noch gebraucht? Glas. Der gute Glas vom lieben Lars. An dieser Stelle einmal viele Grüße an Lars. Falls ihr keinen kennt. Ich kenne einen, aber ich bezweifle ganz, ganz stark, dass er meine Videos schaut. Und wenn doch, dann wäre ich echt mal positiv überrascht. Das würde mich echt interessieren. So, das haben wir gerade gedumpt, dass das weg ist. Das haben wir nicht mehr gebraucht. Das kann ich ja jetzt schon mal wieder... Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Getreidefeld was drin. So, Conduit Binder haben wir jetzt auch schon wieder was. Hier rein.
Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, dieses Bounce-Pad. Ich finde das richtig lustig. Ui. Ui. Oder wenn man dann jetzt was von weiter oben drauf springt. Oder drüber. Nochmal von. Ja, man springt halt schon mal weiter. Da würde ich mal gerne mal schauen, ob man da irgendwie so ein Jump'n'Run irgendwie was mitmachen könnte. Das war nämlich auch nicht so wirklich teuer. Ich glaube, da könnte ich mal so ein Street oder sowas überreden. Oder sowas vor allem. Ja, es handelt sich ja. Es sind ja eigentlich alles meine Waren, wovon ich hier rede, ne? Also so Street ist eine Ware, Trevolo. Der liebe Tagun ist ja auch. Gehört ja auch eigentlich mir. Oh, ich glaube, ich werde für diese Folge so auf die Schnauze bekommen. Gut, damit ist der Ofen auch noch schon fertig. Und ich würde sagen, jetzt mache ich schon mal wenigstens eine schöne Mechanismen-Ecke. Würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ich Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne dann. Adieu, hasta la vista, au revoir, etc. Und bis bald.